Das war jetzt aber schon ein bisschen drüber, ne? Da muss man doch nicht direkt explodieren. Sterben hätte auch gereicht. Ich würde in der Zombie-Apokalypse nur überleben, wenn ich nicht rennen muss. Nicht überrascht, aber einfach sprachlos. Das ist ja anders. Ich weiß, ich bin lost in Geografie, ne? Aber so lost war ich noch nie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf diesem wunderbaren Kanal. Und falls du den Bums noch nicht abonniert hast und oder mir ein Däumchen nach oben da gelassen hast, darfst du das gerne nach oder vor oder während dem Video tun. Und wir gucken heute das neue Video von Stream Clips Germany. Und da geht es heute um scheinbar einen Verlobungsring. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte auch einen Verlobungsring. Ist ja auch bald Valentinstag, ne? Also, kann sich Chat mal was ausdenken. So, habe ich Chat mitgebracht. Chat ist da unten. Und ich würde sagen, let's go. Herzlich willkommen im Blutshop Koblenz. Ich bin der Lami und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Stream Clips Germany. Let's go. Ja, okay, ist auch einfach Koblenz, Alter. Das ist einfach super weit weg von mir. Okay. Ja, wir müssen das eine Etage drunter stellen erstmal. Oder? Ey, das ist ja bescheuert. Was machst du denn? So, was? Jetzt müssen wir das Dach da drauf bauen. Aber das war doch ein Dach! Nee, das war kein Dach, das war ein schräges Holzdach. So. Ja, dann hab ich doch gebaut! Weißt du, wie viel Arbeit das war? Warte mal, warte mal. Obviously nicht, wahrscheinlich. Ja, okay, ja, okay, ja. Warte mal, ich guck mal kurz raus. Ich guck mal wenigstens aus dem Fenster, Chad. Okay, ich guck jetzt das erste Mal aus dem Fenster seit einer Woche. Ich dachte, ich wäre krass gewesen früher, Alter. Also so von wegen, so nicht aus dem Fenster gucken. Aber ich habe fast jeden Tag einmal aus dem Fenster geguckt. Das ist sportlich. Aber es ist auch schön einfach, wie... Es ist auch einfach schön, wie das Auge einfach so halt, so Mopsy-Style, so wenn sie mal wieder was will. Die Sonne ist so hell in meinen Augen. Ich kann nicht mehr rausgucken. Ich warte, oh mein Gott. Wir sind zusammen quasi in den Urlaub gegangen mal mit der Familie. Mit so Tante, Onkel, Mama, Papa. Und wir waren in Österreich. Und eines Abends waren die beiden so auf einmal weg. Also meine Tante und meine Mutter. Die waren so weg und waren so... Die waren auch so ganz verdächtig am Andeuten, dass sie gleich mal so in den Gassen umherlaufen. Und kein Scheiß, in Minecraft, die kommen wieder. Und die haben mir fucking Joints besorgt. In der Hoffnung, dass wenn ich die Joints rauche, dass ich endlich mal locker werde. Und ich mehr so eine einsame, seltsame Fotze bin. Die waren so, Marihuana löst unser Problem. Oh, uff, Alter, okay. Das ist schon wieder viel zu schnell escalated. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Das ist irgendwie übel, I guess. Also... Oh, oh mein Gott. Oh. Okay, wir lassen das einfach so stehen. Und hoffentlich mit Vitamin D. Bis gleich. Oh, guck mal. Oh nein, die Dose ist gefallen. Oh Gott, nein! Aber es... Nicht überrascht, aber einfach sprachlos. Ich hasse diesen Kater. Ach Quatsch, nein, eigentlich liebt sie ihn. Wir lieben sie alle. Wir lieben sie alle, auch wenn sie einfach, also... Wenn ich Mopsy so angucke, ne? Ganz ehrlich, die hat mich den ganzen Tag gefoppt. Ich konnte nirgendwo hin. Ich konnte nicht mal alleine kacken gehen, okay? Wirklich. Ich konnte keinen Sport machen, weil die Katze plötzlich in der Mitte des Raumes lag, wo ich Sport mache. Also hier, wo ich gerade sitze. Ich habe meinen Stuhl weggeschoben. Sie legt sich mitten rein, ja. Dann geht sie mir auf den Sack, dann läuft sie über die Spüle, weiß ich nicht. Und du denkst dir so, boah. Alter, wie viele Kackentscheidungen habe ich getroffen, dass ich an diesem Punkt bin, diese Katze zu besitzen? Aber eigentlich lieben wir die. Das ist wie Kinder haben.
So, wirklich. Weil manchmal, ich habe mir von Eltern sagen lassen, du liebst dein Kind, aber manchmal möchtest du trotzdem es sehr lieb haben, sehr lange knuddeln. Aber du liebst dein Kind und egal. Und dann ist das Kind mal wieder nett und dann denkst du dir so, na. Und genauso ist es als Katzenbesitzer auch. Ganz entspannt hochfahren, ohne keine automatischen Geschütze. Ich hab das nicht. Sehr gut. Okay. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht von einem Mob irgendwie überrascht werde hier. Da, safe auf der Tür. Ah, oh Gottes Willen. Ey, ganz ehrlich, alles, was auf dem Boden liegt und so aussieht, als könnte es aufstehen, nicht aus den Augen lassen, ey. Hä? Jetzt kommen die und retten uns? Noch hier, Alter, Bohnensuppe. Alter, ich dachte gerade, mein Ding wäre kaputt. Ich dachte gerade so, nein, nicht schon wieder ein Problem. Ich dachte gerade so, nein, da muss Fennec schon wieder zu den Schichten herfahren. Oh, fuck, nein. Ich habe gerade so Angst. Mir ist gerade das Herz stehen geblieben. Oh mein Gott. Ich hatte gerade so Angst, dass ich Fennec heute Abend schon wieder erklären muss, warum mein PC nicht funktioniert. Entschuldigung, aber ich denke, wir ziehen uns einfach auf YouTube das Ende rein. Das fände ich jetzt aber, also, das war jetzt aber schon ein bisschen drüber, ne? Da muss man doch nicht direkt explodieren. Sterben hätte auch gereicht, ey. Stop and look at you, my heart, it starts to bloom. And my legs and arms, they crumble. When you walk into the room, now I'm falling for you. I hope you're falling for me. Oh, das ist so schön, Donna. And I'm falling so hard that I am head over heels. Die locken sich wieder. Schön. Oh, das tut richtig gut. Ja. Den ganzen Alltagsstress vergessen. Mhm. Ey, ganz ehrlich, wenn ich das sehe, ne, möchte ich wieder zu einer Kosmetikerin gehen, mir einmal das komplette Gesicht massieren lassen oder den Rücken. Ey, ohne Scheiß, ne? Das ist so geil, ne? Das ist wirklich das Geilste. Ich hab damals Kosmetikerin gelernt, ich war ja in der Schule und dann mussten wir natürlich auch logischerweise die Behandlung üben und so. Und dann haben wir Gesichtsmassage gelernt und oh, das war also. Oh, ich war da schon immer happy, wenn ich Modell lag, ne? Weil dann kriegst du so das komplette Gesicht gemacht und du musst einfach die ganze Zeit die Fresse halten. Ich war eh dauerhaft übermüdet, da habe ich währenddessen gepennt, so, ne? Und. Oh, das ist so geil, wirklich. Oh, das ist so schön, ne? Und dann massieren die einem Schläfen und das Gesichtchen so. Und oh, es ist einfach schön. Das ist wundervoll. Wirklich, macht das mal. Wirklich, das wird euch einfach, ohne Witz, das ist ultra geil. Klar, ihr kriegt auch Pickel ausgedrückt, aber alleine für diese Gesichtsmassage, ne? Oh, da würde ich vieles für tun, ey. Im Jetzt und Hier sein. Ist gut, dass du die Farbe in die Stirn einmassierst. Ja. Aber nehmt halt bitte die Haare von der Stirn weg, wenn ihr sie gerade färbt. Denkt einfach an eine Zahl von 1 bis 10 und ratet sie gegenseitig. Okay. Ich habe eine jetzt. Ja, ich muss die ja erst im Stream zeigen. Ja, ich muss die festlegen. Du guckst, okay, du guckst weg. Ich guck weg. Und du zeigst die jetzt. Okay. Okay. Okay, jetzt guckst du weg und ich zeig meine Zahl. Okay. LOL. Okay, okay. Und? Du sagst die 7. Ich sag auch die 7. Hä? Hast du die 7? Ich hab die 7. Ich hab auch die 7. Ach, komm mal, Zwillinge sind auch so eine wilde Kiste, ne? Junge! Du machst das alles zu stressig. Du musst einfach mal ein bisschen chillen. Ja, genau. Einfach mal stehen bleiben. Oh. Das hier. Ist da. Können wir mal ganz kurz darüber reden, was für ein schönes Oberteil sie anhat? Das ist schon ein schönes Oberteil. Also, Chat, das ist schon ein schönes Oberteil, ne? Wirklich. Also, wirklich. Deutschland.de. Hier haben wir Polen. Nein, absolut nicht, Basti. Let me cook.
Also wenn du es nicht vorhast, nachher einmal komplett umzudrehen. Dann hier noch. Haben wir Östra. Östreich. Oh. Warte. Alter, also ich dachte halt, ich wäre. Also ich bin in Geografie auch kacke, ne? Aber. Das ist ja anders wild. Frankreich. Hier. Why did you draw a pee-pee, though? Oder da oben. So wusste gar nicht, dass du in Bayern wohnst. Muss auch Frankreich, glaube ich. Das ist auch Frankreich! Was? Das ist auch. Ich weiß, ich bin lost in Geografie, ne? Aber so lost war ich noch nie, ey. Oh. Willkommen in der Hölle! Ah, shit! Ah, ich mag nicht! Ich hab's nicht so gemeint! Tu es nicht! Ich hab's nicht so gemeint! Nein, auch noch! Nicht mal doch mal nicht solche Art Scheiß! Nein! Ah, jetzt war die Baby! Was ist, wenn der Geier ausstirbt? Dann bist du der hässlichste Vogel. Bitte was? Also entschuldige. Sagen Sie einmal, das Einzige, was dich gerade schützt, sind deine 100 Bits, die du mit dazugelegt hast. Ich glaub, Spinne. Danke. Oh mein Gott. Das tut mir leid. Ist nicht nett. Ist nicht nett. Oh Gott. Ich wäre gern so wie Doni. Dass ich einfach fein damit sein kann, wenn jemand sowas zu mir sagt, ne? Also, was heißt fein damit? Aber, oh Gott, dass ich mehr Sachen mit Humor nehmen kann und einfach so, ich wäre gern auch so schlagfertig, so. Oh. Ball? Oh, wir haben Ball! Hol das Bärchen! Na. Oh, das ist nicht in Ordnung. Armes Wuff, ey. Das arme Wuff. Oh, Leute. Kurze Sache. Ringelfritten. Also Curlfritten. Besser als normale Fritten, oder? Da sind wir uns doch alle einig. Wir haben schon die Hälfte. Was ist meine Fangchance? 0,16%. We take those. 3%. Let's go. Easy. Gar kein Problem. Was? Lol. Alter, wie lucky willst du sein? Ich habe die letzten paar Male so oft diese scheiß Dinger rumgeworfen. Was ist denn da los? Darf der LKW nicht nutzen wegen sowas? Das ist ein gutes Beispiel gewesen, oder? Entschuldigung, sie sind mir ein bisschen zu langsam. Ihm geht's gut. Alter. Ha! Kann sich durch, ne? Alter, es sieht gruselig aus. Was ist denn ihr Gesicht gewesen? Ja, eigentlich wollte ich heute die Map erkunden. Where do you go, my love? So viel zu dramatischer Abgang vorhin, ne? It isn't evident, but if you look closely, you can see a silhouette that seems to be hiding behind the tree and... Ja! Nein! Ey, Digga, das war ein Video! Warum? Ich hasse alles daran. Ich hasse dich. Und jetzt haben wir noch eine Ultrasphäre. Bitte. Das ist nicht wahr! Boah, das ist gemein, ey. Was? Ehrlich, Mann? Das ist deswegen, fies. Ich verstehe Leute, die sich nicht alle holen. Weil das... What the fuck? Das ist halt aber auch gemein, ne? Muss man halt echt dazu sagen. Alter, das ist halt wirklich fies.
Meini. Warum hast du das gekauft, ohne dass wir darüber geredet haben? Wir können uns das doch gar nicht leisten. Die Miete konnten wir schon nicht bezahlen. Und dein Penis ist nur so groß, wie ich gerade gezeigt habe. Du hast gesagt, du machst was dagegen. Jetzt ist das für die OP schon wieder draufgegangen für mehr Tonequipment. Ich fass es nicht, Olli. Ich finde das unerträglich mit dir. Da sollte mein begehbarer Kleiderschrank hin. Nicht wieder irgendein Scheiß für deinen Ton. Na, und wo passt der jetzt? Gar nicht, weil das Geld weg ist. Ist so. Die beide gerade noch so süß in die Kamera geguckt haben. Oh Gott, wie geil, ey. Und eigentlich, scheiß drauf, egal. Krass, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja ein Phänomen, ne? Das sieht man ja sonst nicht so alle Tage. Hä? Ach so. Ja. Ich dachte gerade, das wurde bei mir angezeigt. Oh, wie bodenlos ist das denn? Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die da drauf geklickt hat. Also, das Haus hier ist in Berlin. Schön gelegen. Direkt an dem Fluss. Irgendwas Fenster offen, tut mir leid. Also heute ist noch relativ ruhig. Das kann, manchmal sind die Nachbarn ein bisschen laut. Das ist halt Berlin. Das ist Berlin. Deswegen lebt man hier. Die Wohnung hat 3 Zimmer, alle sind klein. 3000 Euro warm, also so 20 Quadratmeter, also das ist schon ein Luxusding, ne? Ruhige Lage. Oh, Scheiße, ey. No, Alter, das kriegst du doch nie wieder gescheit sauber. Und im Zweifelsfall hast du am Ende auch noch die ganze Kacke im Smartphone drin. Aua, das ist nicht gut, Leute. Wie heißt das doch mal, wenn Autos tuten? Wie heißt denn das denn nochmal? Bremse. Nein, hör doch auf, das zu klippen. Oh, die Finger über die... Das mache ich auch jeden Tag. Also, meine Finger sind gut trainiert. Alter. Ey, was für ein Arsch. Alter, wie gut er blockt. Props dafür auf jeden Fall. Oh. Also blocken war gut. Sich selber aus dem... Ja, das war aber auch das Einzige, was gut war gerade. Also das ist wirklich traurig. Das... Aua. Was mit deinem Auge passiert? Weißt du noch, wie ich vor ein paar Tagen erzählt habe, dass ich manchmal extra länger auf der Toilette sitze, um mich mit feuchtem Toilettenpapier abzuwischen? Gestern war es wieder soweit, aber womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass ich, während ich dazu schaffen war, dass mein Auge anfangen würde zu jucken. Und wie durch Reflex bin ich halt mit der gleichen Hand, mit der ich unten rumgespielt habe, in mein Auge rein. Eh immer mal da haben. What the fuck? Wir lassen das einfach so stehen, Chat, ne? Wir lassen das einfach so stehen. Obwohl ich finde ja auch, also ich finde auch mittlerweile, es kommt natürlich, ich weiß nicht, bist du jetzt Zuhälter? Wir zügeln das Pferd von hinten auf oder so. Nee, zäumen. Zäumen das Pferd von hinten auf? Satteln das Pferd von hinten auf? Wie geht der Spruch? Was hast du alles über das Mischpult laufen? Eigentlich nur meine Katze. Das ist meine Predigt. Gott bless, dass mein Mischpult so klein ist. Ich hätte gern ein größeres, aber ja. Ich glaube, wir rollen das Feld von hinten auf. Ich glaube, so heißt das, ja. Ich glaube, so heißt das. Esst mehr Kaffee. Okay. Cocktails. Oh mein Gott, Benny. Oh nein, oh, das ist so furchtbar, wenn du so eine Flasche zwischen den Beinen hast und dann spritzt dir das einfach so ins Gesicht. Oh, das ist so kacke, weil du in dem Moment einfach denkst, die Flasche ist härter als wenn du, aber dann machst du es auf und dann ist da plötzlich kein Vakuum mehr. Oder keine Stabilität mehr und dann, ja. Ja, das ist, ja. Gut, dass es kein Kaffee war. Ja, das schon, ne? Was macht nein! Nein, Pferd! Es bringt Pferd. Auch sehr viel, wenn ich mich weiter zur Seite beuge, um zu sehen, wo das Pferd landet. Ja! Geh raus! Du schaffst es! Nach rechts drehen!
Nach rechts drehen, nein, ein Stück nach hinten. Geradeaus. Andere sehen 180 Grad. Hier zu mir, zu meiner Stimme, folgt meiner Stimme, drück E. Nein, du warst da. Ein Schritt nach links, E gedrückt. Ja, du hast es. Alter, das habe ich noch nie geschafft bei den Viechern, ey. Oh Gott, Alter. Oh, jetzt habe ich das mal gesehen, wie das aussieht. Das ist ja voll widerlich, ey. Hat André abgenommen? Ja, an Wichtigkeit sehr viel. An der Relevanz im Social Media sehr viel sogar. Ist Eva so klein oder ist er so groß? Oh. Oh la la. Erster Kill des... Ah, nee, ist nicht erster Kill, ist der dritte schon, ne? War schon ein guter Shot. Oh, lol. Dass ihr ein Blech, was ihr habt, die Schräge kommt nach vorne, korrekt? Nein, die Schräge kommt nach hinten, Chat. Das ist extra für hinten, damit die Umluft umgeleitet wird. Damit sich das im Ofen verteilt. Mir würde es schon reichen, wenn mein Backblech einfach noch so aussehen würde und nicht wie ein Haufen Scheiße. Wie sollst du das hinkriegen? Hä? Indem ich mich selber schlage. Ganz einfach, der Krieger. Mach mir nach, ja? Du nimmst deine Hand und dann bewegst du deine Hand in deine Richtung. Und dann macht es... Oh. Ich wollte meine Hand kurz davor stoppen. Aber vielleicht habe ich es vergessen. Das könnte ich sein. Falls mal wieder Trolle los reinkommen hier in den Chat und mich richtig anpissen, habe ich jetzt den perfekten Knopf dafür. Oh, wie gut! Also das Overlay ist auch schön, aber der Knopf ist auch gut. Also den Knopf, den appreciate ich sehr. Es gibt tatsächlich nichts Besseres, als zu essen, wenn andere Menschen hungern müssen und dem dabei zuzuschauen. Das ist toll. Boah, fies, okay. Obwohl, sieht gar nicht so kacke aus. Oh. Ah, schade. Okay, dann. Hat er uns was zu sagen? Also, ich weiß, ne? Also, aber, also, puh, das ist, ja. Boah, jetzt habe ich den scheiß Vorhang gezmalt, weil ich wieder so eine scheiß dumme Kacke machen muss. Alter! Ist das der kleinste Streamingraum, den ich jemals gesehen habe? Kann das sein? Ey, ganz ehrlich, wenn ich könnte, ich würde auch mein Streamingzimmer in den Keller setzen. Soll ich euch sagen, warum? Weil dann kein Nachbar rumheulen kann. Affe, bei dir brennt da gerade alles im Ball. LOL. Oh. Ach, das gehört gar nicht dazu, ne? Oh Gott. Hilfe! What the fuck? Ich wusste nicht, dass ich das ausbreiten kann. Vor allem Wolfgang mit dem Sana-Kaffee-T-Shirt. Aber wir gehen einfach zum Feuer und braten da jetzt irgendwas. Ja, gut gemacht, I guess. Sehr schön. Ich will nämlich nicht zu schräg stehen eigentlich. Das sieht irgendwie sehr falsch aus. Ich mach da jetzt einfach so nach Gefühl, ne? Perspektive nur vom Boden. Ach du Scheiße, meine Hose ist gerissen. Fuck my life. Ja, ist doch scheiße auch. Jetzt meine Hose gerissen. Ich pack's nicht. Ey, mir ist das letztens, also mir ist nicht die Hose gerissen, sondern mir ist der Mantel, also die, ich hab mich so ganz sportlich irgendwie so hingesetzt und dann so, ja. Zum Glück war es kein Glas.
Habt ihr auch das Problem, dass seit einigen Tagen fast alle Streams der Sound unsynchron zum Video ist? Nö. Oh. Und in dem Moment friert die Kamera ein. Das ist creepy as fuck. Outfit? Voll gut, ey. Okay. Wow, ja! So, stylischer Baby. Warte mal. Hab ich jetzt ein lachendes Gesicht gemacht? Ja. Ja. Julia Pnutnut. Oh mein Gott! IB187 hat dich erschreckt. Okay, ich kaufe es, dann befriedige ich mich damit. Aber ich esse es nicht. Was ist es? Eine Gurke! Okay. Eine Zucchini oder eine Aubergine, ja! Du kannst theoretisch auch dabben, aber dafür musst du mit Alt erstmal das entsperren und dann F4 drücken, dann kannst du dabben machen. Nein! Ich sage hey! Wow, oh, da ist gerade einer rausgeflogen. Da ist jemand rausgeflogen! Oh nein, das haben geklappt. Zwei Leute sogar. Oh mein Gott. Drei. Alter, das ist doch der also it's for real, das ist doch der älteste Trick, den es gibt, oder? Dass da immer noch Leute drauf vertrauen, Alter. Ich kann nicht mehr. Banane. Apfelkirsch, Orange. Oh, oh, oh! LOL. Nein! Das ist gerade nicht passiert! Das ist gerade nicht passiert! Vergiss nicht dein Freundschaft. Oh, guck mal, wie süß. Mopsi, guck mal. Warum kann meine Katze nicht so süß sein? Mopsi ist einfach, die ist sogar von mir weggedreht. Das hätte meine Katze sein können. Ja, was habe ich gekauft? Das da. Toll. Danke, Mopsi. Danke. Guck mal, wie süß sie ist. Vergiss dich nicht. Ist okay, ich sing nie wieder, Alter. Oh mein Gott, Charlie! Setz du den mal, zieh du den mal. Nee, mach du gut mal. Zum Lippenstift. Mach du mal. Nee, komm, mach dran. Nee, auf gar keinen Fall. Nein. Nee. Sie sieht einfach noch den Finger umgedings halt von hier nach da. Boah, das ist voll schwer, den so zu halten. Lol. Okay, also bei mir tut das weh. Da tut irgendwas weh. Ich weiß nicht so genau. Was ist denn dir passiert, Kollege? Er wurde zerfetzt. Ja. Ach so. Nee, der sah doch noch ganz aus. Wo wurde er denn zerfetzt? Ich hab Fragen. Jetzt aufpassen, ey. I got this, bro. I got this. Oh, oh, nein! Nein! Alter. Es pennt einfach weiter, ey. Random. Komplett random, irgendwas weg und ich wusste nicht, was es war. Vergessen, dass ich eine Granate in der Hand habe. Das kann einem nicht passieren, wenn man selber eine Granate ist. Wir gucken weiter, Chat. Oi, Alter, das ist einer ganz ehrlich. Was ist bitte das für ein grandioses Bild? Das ist ja irgendwie Krise. Wo ist der Chat? Oh, mein Knie hat geknackt. Oh, mein Knie hat geknackt beim Tanzen. Oh, ich bin alt. Ich hab nur getanzt und mein Knie hat geknackt. Oh Gott, Was ist das für ein Song? Ich kenne den nicht. Sonst weiß ich, wie krank ich fühle. Aber jeder und seine Mutter hört den an. Warum? Was für eine Megadonation. Jetzt weiß ich, wie krank ich fühle. Oh Gott, wie böse. It was my pleasure. Are you well? I am. What? Warren and I have been waiting a long time. Ist Scherz, oder? Was würde dir dabei helfen, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben? Ja, zum Beispiel nicht 150 plus Kilo zu wiegen, grundsätzlich scheiße im Zielen zu sein, absolut kurzsichtig und unfunktional ohne meine Brille zu sein. Und ich glaube, mir würde es auch nicht unbedingt schaden, wenn ich in irgendeiner Variante sportlich begabt wäre. Ich würde in der Zombie-Apokalypse nur überleben, wenn ich nicht rennen muss, Chat. Solange ich
sitzen kann und einfach nur wenig essen muss, funktioniert das. So, prepare your anus. Oh ja, prepare your anus. Prepare Asus. Your Asus. Es tut mir so leid. Oh, wie war das mit dem G-Punkt? Oh mein Gott. No! Verbrechen begangen und gleichzeitig einfach durch die Welt geglitscht und sich in Sicherheit gebracht. Alter, smart. Wirklich smart. Hallo? Wie schieße ich denn mit dem Bogen? Oh. Hallo? Okay, das ist Betrug. Es war uns eine Ehre. Wir hoffen, wir haben euch unterhalten. Wenn nicht, dann mir doch egal. Ciao. Ich hab nur 43 Minuten gebraucht. Ich bin so gut. Ja, das war wunderschön, würde ich sagen. Also, er war auch doll, ne? Zwischenzeitlich, aber ansonsten war es ganz witzig auf jeden Fall. Und solltet ihr euch meine Reaction darauf gelassen haben? Warte mal, hä? Mir gefallen gelassen? Sollte euch meine Reaction gefallen haben? Könnt ihr mir gerne ein Abonnement auf diesem YouTube da lassen? Und vielleicht so ein Like und einen Kommentar. Wenn ihr das nicht eh schon getan habt, sonst dürft ihr auch einfach gerne doppelt kommentieren. Ja! Und, wir sagen, dass ich ein Werbeopfer bin und ansonsten schaut mal auf Twitch vorbei oder auf Instagram oder auf Discord oder auf diesem TikTok oder wo auch immer und schaut vorbei, weil Chat ist ganz nett und ich bin, glaube ich, auch ganz witzig ab und zu mal, aber nicht so manchmal. Von daher, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!